Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen GTA Online Tipps und Tricks. Und heute zeige ich euch im Editor zwei verschiedene Sachen, genau genommen drei. Und zwar, wie ihr eine Monsterrampe erstellt, baut in zwei verschiedenen Variationen und wie ihr einen Kontrollpunkt in die Luft bekommt. Und dazu habe ich alles natürlich schon mal vorbereitet. Startpunkt habe ich. Und ich will hier eine Rampe hinbauen. Als erstes zeige ich euch, wie ihr am schnellsten eine Rampe hinkriegt, die allerdings nicht besonders vernünftig aussieht, muss ich dazu sagen. Und zwar nehme ich dazu als erstes eine Hütte, eine große Wellblechhütte, die wird als erstes ausgewählt, wenn ihr die seht. Versucht ihr möglichst gerade auszurichten. Passe die ja ungefähr an Länge an, wie lang und wie weit die Rampe sein soll. So. Das ist übrigens die schnellste Variante, um die Rampe aufzubauen. So. Das sind jetzt 5 Teile, nehmen wir mal noch einen mit dazu. So. Man kann eigentlich, ich sollte eigentlich versuchen, die besser aneinander zu kriegen, weil das nämlich sehr wichtig ist, dieser Grundaufbau, weil wenn ich die jetzt so stellen würde und die nächste so, könnte ich hier zum Beispiel keine Rampe mehr raufstellen. Und wenn ihr die Abstände zwischen den Hütten zu groß lasst, dann kann man da drauf auch nichts mehr stellen, weil dann der Boden einfach zu uneben ist. Wie auch immer, jetzt brauchen wir erstmal eine große Rampe, nachdem wir die erste Hüttenreihe fertig haben. Ich nehme die Hütten zuerst vor der Rampe bei diesem Bautyp, damit ich die ungefähre Richtung sehen kann und sehen kann, inwiefern die Rampe gerade wird. Jetzt setze ich die hier rauf, auf den Container. Wichtig ist eben, dass ihr vorher die hier einmal hinstellt und dann die aufnehmt. Dann guckt hier, passt es von links und rechts ungefähr. Stellt die ein bisschen weiter weg. So, eventuell. Das ist mal Glückssache. Und die brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt braucht ihr eine neue Wellblechhütte und damit ihr jetzt nicht hier durch das Menü hin und her scrollen müsst dafür, geht ihr einfach mal über eine Hütte rüber, bestätigt mit X, geht wieder raus, dann seht ihr, habt ihr hier das Element ausgewählt, setzt ab und nehmt die neu auf und dann setzt ihr es wieder hier an die Rampe ran. Und das macht ihr jetzt die ganze Zeit so. Da sehe ich schon, habe ich unten Mist gebaut. Ich komme nicht weiter nach rechts. Weit besser geht das nicht. So. Den Rest zeige ich euch dann mit Zeitraffer. Dieser Rampentyp hat einen großen Nachteil. Und zwar, oftmals ist es so, dass hier wegen den Lücken, die hier später entstehen, Motorräder sehr schlechte Karten haben, weshalb ich diesen Rampentyp auch nicht sehr gerne mag. Wenn ihr die Rampen zu dicht aneinander setzt, dann bleibt ihr mit dem Auto immer an den Rampen hängen, an den Rampen selbst. Deshalb ruhig ein bisschen weiter wegnehmen. Auf den Modellsprecher achten müsst, weil zum Beispiel schon zu viele Zusatzelemente verbaut sind und ihr bald keinen mehr habt,
dann könnte ich schon die überflüssigen Zusatzelemente, die auf dem Boden sind und so weiter, ruhig schon wegnehmen, auch die unter den Rampen. Seid aber vorsichtig, wenn ihr nicht, dass ihr dann die Rampen mit wegnehmt, sonst müsstet ihr gleich von vorne anfangen und das wäre ziemlich lästig. Ihr seht schon, der huppelt auch schon ziemlich. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das dann gleich mit Motorrad aussieht. Mal schön Speed aufnehmen. Und doch, es funktioniert doch. Aber die Rampe sieht eben nicht schön aus. Als anderes schön. Sie geht zwar recht schnell, aber wenn man die Rampen nicht richtig hinsetzt, also von der Entfernung die Abstände, dann ist sie total versaut, verfuscht. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr bessere Rampen hinkriegt. Also vom Aussehen vor allen Dingen. Und so, dass ihr nirgendwo dran hängen bleiben könnt. Weil wenn ihr nicht genug Speed habt, bleibt ihr hier zwischen den Lücken hängen und das bringt euch auch nicht viel, dann schafft ihr den Sprung definitiv nicht. Für den zweiten Bautyp könnt ihr vermutlich sofort mit einer Rampe anfangen. Dazu stelle ich die mal kurz hier hin. Gucke, ob die richtig ausgerichtet ist. Sieht so aus. Und dann brauchen wir das Schwimmkörper. Genau. Wichtig ist hierbei, dass die eben quer ausgerichtet sind und möglichst gerade zur Rampe sind. Damit alles möglichst im 90 Grad Winkel abgestellt werden kann. Das hängt auch immer von der aktuellen Kamera ab. Und ihr braucht die quer, damit ihr eine möglichst breite Fläche hinkriegt. Ansonsten passen die Rampen nicht drauf. Und die müssen auch möglichst nah ran aneinander gestellt werden. Ansonsten heißt es nachher, dass die Fläche, die wir künstlich geschaffen haben, nicht eben ist, eben sein muss, um die Rampe raufzustellen. Na? Ja, und das zeige ich euch gleich. Zeige ich euch jetzt. Der Vorteil hierbei ist, die sieht deutlich ansehnlicher, ist besser befahrbar als der erste Bautyp. Der Nachteil hingegen ist, man braucht deutlich mehr Zusatzelemente, um die aufzubauen, was bei größeren Rampen mit dem Modellspeicher recht schwierig wird. Es ist egal, ob jetzt nun hier dieser kleine Spalt ist oder nicht. Ich versuche jedoch, damit es möglichst gut wird, also für meine Zwecke auch gut aussieht, dass sie möglichst bündig sind. In etwa so. Da seht ihr's. Passt. Und den Rest zeige ich euch jetzt im Zeitraffer. We'll be right back.
Bisschen Fahrt aufnehmen. Geht hier mit auch deutlich besser. Und let's go. Und jetzt zeige ich euch noch zum Schluss, wie ihr einen Kontrollpunkt in die Luft bekommt. Das ist nicht schwer, nachdem ihr jetzt wisst, wie ihr solche Rampen erstellt. Ein Dankeschön erstmal an DJ Black, welcher mir das gezeigt hat. Ihr braucht auf jeden Fall eine Hütte. Ihr könnt gerne die Hütte mit Fenster nehmen, aber ich persönlich finde, die große Wellblechhütte eignet sich dafür besser, da sie sich meiner Meinung nach besser ausrichten lässt. Kontrollpunkt drauf, ablehnen, aufnehmen, raufstellen. Und das war's. Damit ihr nicht versehentlich Kontrollpunkt löscht, wie ihr nicht gerade eben, guckt ihr einfach, welche Farbe die Marke hat. Lila ist eben für die Zusatzelemente und der gelbe hier wäre eben für die Kontrollpunkte. Okay, jetzt seht ihr das. Kontrollpunkt ist eindeutig in der Luft. Ist auf jeden Fall hilfreich, wenn ihr einen Stunt habt, eingebaut habt und die Spieler sollen definitiv diesen Stunt absolvieren. Dann setzt ihr den Kontrollpunkt einfach mal in der Luft. Natürlich da, wo man ihn auch erreichen kann mit dem Stunt. Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, möchte ich mich noch bei zwei Leuten bedanken. Und zwar ist das einmal DJ Black 549, welcher mir den Trick mit den Kontrollpunkten in der Luft gezeigt hat. Und die Idee mit den perfekten Rampen, so wie ich sie bezeichne, also mit den Schwimmkörpern, die habe ich von Kate Soldier. Vielen Dank auch an dich. Ich verlinke natürlich dein Video mit in die Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben. Das würde mich natürlich freuen. Lasst mir auch einen Kommentar da, wenn ihr 2 Sekunden länger Zeit habt. Und abonnieren kostet natürlich nichts. Also wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch einfach mal auf den Abo-Button und seht, was passiert. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.